OSZE-Gäste kommen. Karo-Viertel abgeschottet und neue Baustellen auf der A7. Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hamburg-Journal, das wir mit dem Bild des Tages beginnen wollen. John Kerry, amerikanischer Außenminister, beim gemütlichen Shopping auf dem Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg. Wenige Stunden zuvor war er mit seiner Delegation zum morgen beginnenden und mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, eingetroffen. Mit ihm werden rund 50 Außenminister erwartet und damit einhergehend erlebt Hamburg den größten Polizeieinsatz seiner Geschichte. Mit vielen Einschränkungen für die Bürger und Absperrungen, die ein solches Treffen nun mal mit sich bringt. Für uns live vor Ort in Sicherheitszone 1, Renzelstraße, Ecke Schröder Stiftstraße, steht jetzt Anke Hanak. Wie sieht's dort gerade aus, Anke? Ja, sehr, sehr ruhig für diese Tageszeit. Normalerweise rollt hier ja noch der späte Feierabendverkehr und zwar ordentlich dicke. Im Moment nichts auf dem Fußweg, auf dem Fahrradweg ist einiges los. Immer wieder kommen auch Leute vorbei, die sagen, huch, was ist hier denn los? Die offensichtlich überhaupt noch nichts von dem Ministerratstreffen und den entsprechenden Auswirkungen mitbekommen haben. Es gibt das eine oder andere Gespräch, manchmal auch Unmut. Die Polizeibeamten, die hier stehen, klären das alles wirklich freundlich, sind unglaublich charmant, zeigen, wo die Wege lang gehen. Gerade waren zwei Jogger hier, die gesagt haben, huch, meine Strecke ist ja gar nicht auf wie sonst. Das also wird hier sehr, sehr entspannt geregelt an den Absperrpunkten. Die Sicherheit der Delegationsteilnehmer steht im Vordergrund. Die meisten sind heute gelandet, auch der vermeintlich einflussreichste. So gut bewacht war Position 695 auf Vorfeld 2 wohl noch nie. Gegen kurz nach 12:30 landet die amerikanische Regierungsmaschine mit US-Außenminister John Kerry in Fuhlsbüttel. Im vergangenen Jahr war Kerry schon einmal hier auf Durchreise zum G7-Gipfel. Heute nun ein zweites Mal und auch etwas länger. Ein kurzes Winken und auch ein kleiner Klönschnack muss trotz frostigen Hamburg-Wetters schon sein. Der US-Botschafter aus Berlin, der amerikanische OSZE-Botschafter sowie Hamburgs US-Generalkonsul begrüßen Kerry. Auch eine Art Farewell, denn mit dem bevorstehenden Regierungswechsel in Washington werden sie bald alle abgelöst. Eine Kolonne von 21 Autos bringt den Secretary of State, den wohl prominentesten Hamburg-Besucher, dann ins Hotel an die Binnenalster. In den Terminals ist das Sicherheitsaufgebot deutlich erhöht worden. Kein Wunder, steht Hamburg doch im Fokus der Weltöffentlichkeit. Ja, die Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg wird durch Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei hier unterstützt. Wie Sie auch gesehen haben, vielleicht haben wir eine erhöhte Präsenz hier. Und wir sind natürlich auch dafür zuständig, die jetzt ankommenden Delegationen sicher durch sicheres Geleit bis in den öffentlichen Bereich zu bringen, wo sie dann von der Landespolizei übernommen werden. Einmal über den blauen Teppich, das ist der Gang der meisten OSZE-Delegationen, zumindest für alle, die mit Linienmaschinen einfliegen. Vor Terminal 2 ist heute VIP Shuttle Express Lane. Seit August hat sich der Airport auf das zweitägige Gipfeltreffen vorbereitet. Wir erwarten hier insgesamt 80 Delegationen, die zum OSZE-Treffen hauptsächlich natürlich auch über das Flugzeug anreisen. Kommen teilweise in Sondermaschinen, wir erwarten 15 bis 20 Sondermaschinen, aber auch mit den Linienflügen. Und für uns bedeutet das in erster Linie, dass wir auch viele Sonderspuren schaffen, damit die Delegationen direkt vom Gate zu den Fahrzeugkolonnen dann kommen und das möglichst ungehindert und dass unser ganz normaler Flugbetrieb davon auch weitestgehend ungestört ist. Hamburgs Luftraum ist dagegen heute voll. Helikopter von Landes- und Bundespolizei sowie der Bundeswehr kreisen permanent über der Stadt. Am frühen Abend dann auch die ersten Worte des Gastgebers. Für Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ist der Ort richtig gewählt. Es gibt gute Gründe, ein solches Gipfeltreffen hier in Hamburg zu veranstalten. Alles, wofür diese Stadt, wofür Hamburg steht, Weltoffenheit auf der einen Seite, aber immer auch Brücke zwischen Ost und West, das spiegelt sich auch in den Inhalten und Zielen der OSZE wieder. Danach noch eine Stippvisite bei den Abgesandten der Nichtregierungsorganisationen der OSZE-Staaten. Ab morgen geht es dann um Inhalte. Und die ersten Gäste reisen am Abend auch schon wieder ab. Ja, Frank-Walter Steinmeier hatte die Hamburger ja im Abendblatt mit einer handschriftlichen Notiz um größtmögliches Verständnis gebeten. Auf etlichen Buslinien ging heute Nachmittag tatsächlich Richtung Innenstadt nichts mehr. Man kann nur hoffen, dass da das Verständnis dann auch vorhanden war. Unsere Reporter waren auf den Straßen unterwegs und da muss man tatsächlich das Fazit ziehen. Das ganz große Chaos, der befürchtete Ausnahmezustand, ist heute zumindest ausgeblieben.
3,6 Kilometer rot-weißes Hamburger Gitter müssen rund um die Hamburger Messehallen aufgebaut werden. Das ist der Job von hunderten Einsatzkräften bereits am frühen Morgen. Von einem Hochsicherheitstrakt sei man allerdings weit entfernt, so die Botschaft der Polizei. Man wolle keine hohen Zäune. Die Autofahrer, die hier am Nadelöhr Schröderstiftstraße nahe der Messe durchwollen, müssen aber Geduld beweisen. 300 Pakete. Und die muss ich heute verteilen. Wie soll ich das schaffen, wenn überall so voll ist? Das geht leider nicht. Ich komme aus Kiel und da muss man ja irgendwie hierher kommen. Und da die Zugverbindungen zurzeit nicht mehr so optimal sind, fahre ich dann mit dem Auto und sehe das ganz entspannt. Wichtige Veranstaltung, also muss man ja machen, ne? Da ist eine Absperrung eher das kleinere Übel. Abgesperrt hat die Polizei vor allem das Gebiet rund um die Hamburger Messehallen. Das Ergebnis? Kleinere Staus zur Hauptverkehrszeit, vermutlich auch morgen. Dass wir gerade zur Rush-Hour morgens und auch abends sicherlich immer mal wieder auch Verkehrsstockung haben werden. Das muss man realistischerweise einräumen. Wir haben hier 80 Delegationen, die durch das Hamburger Stadtgebiet geführt werden. Das wird punktuell auch immer zu Auswirkungen führen. Die Außenminister werden dann mit Polizeikonvois sicher ans Ziel gebracht. Doch so mancher Hamburger hat von dem hohen Besuch in der Stadt noch gar nichts mitbekommen. Also von OSZE haben Sie noch nichts gehört? Nee. Was heißt das denn überhaupt? Das ist ein Gipfeltreffen. Ach so, aha. Deshalb so viele Polizei hier überall. Ja, dann müssen wir ja, dann dauert das ja noch. Muss ich eine Umleitung fahren irgendwie. Die gute Nachricht, das große Verkehrschaos blieb heute aus. Morgen kommt der Härtetest. Demonstrationen durch die Innenstadt werden für Behinderungen oder mehr sorgen. Wir glauben, dass diese Veranstaltungen grundsätzlich friedlich verlaufen werden, sind aber auf alles eingestellt. Falls es tatsächlich zu Ausschreitungen kommt, können wir entsprechend reagieren. Sie haben ihren Job erledigt. Für tausende Polizisten in der Stadt wird es morgen aber erst richtig ernst. Und Sie sollten auf jeden Fall mehr Zeit einplanen, wenn Sie Richtung Innenstadt morgen unterwegs sind. Denken Sie auch dran, die U3-Station Rathausmarkt wird morgen den ganzen Tag über gesperrt sein. Der Weihnachtsmarkt aber soll ganz normal geöffnet haben. Und vielleicht können wir uns tatsächlich alle von US-Außenminister Kerry eine kleine Scheibe Gelassenheit abschneiden. Er war fröhlich shoppen und ist angeblich sogar heute Abend noch zu einem Vier-Augen-Gespräch verabredet mit dem russischen Außenminister Lavrov. Und vielleicht ist es ja auch ein Sinnbild für einen durchaus friedlichen Verlauf dieses Treffens. Vielen Dank an dich, Anke, und an unsere Reporter vor Ort für diesen ersten Schwerpunkt zum Gipfeltreffen. Später in der Sendung dann noch einmal mehr dazu. Und auch unsere Online-Redaktion bringt Sie mit allem Wissenswerten rund um das OSZE-Gipfeltreffen stets aktuell auf den neuesten Stand, zu finden unter www.ndr.de/hamburg. Und auch auf den Bundesschnellstraßen ist jede Menge los. Autofahrer auf der A7 müssen sich ab heute auf neue Behinderungen einstellen. Wegen der Bauarbeiten ändert sich an mehreren Stellen die Verkehrsführung. Noch ist es ganz einfach für Autofahrer, die von Stellingen Richtung Norden wollen. Von der Kieler Straße kommend den Blinker rechts setzen und über eine gerade Rampe in den A7-Verkehr einfädeln. Doch so einfach wird es in 10 Tagen nicht mehr sein. Dann wird diese Auffahrt gesperrt. Die Bauarbeiter brauchen Platz für den Bau des A7-Deckels in Stellingen. Einen Ersatz dafür zu finden, war gar nicht so einfach. Der Ersatz ist der Bau einer neuen Rampe. Allerdings muss dann der Verkehrsteilnehmer den Gegenverkehr kreuzen. Und in einer ganz engen Kurve wird er auf die Richtungsfahrbahn nach Norden geführt. Das Problem, besonders im Berufsverkehr, ist die Auffahrt Stellingen stark befahren. Bis zu 1700 Fahrzeuge fahren hier pro Stunde auf die A7. Über die Ersatzrampe können aber nur bis zu 1200 Fahrzeuge fahren. Zu wenig also für die aktuellen Verkehrsströme. Wir appellieren, dass sozusagen ein gutes Drittel der jetzigen Nutzer der Anschlussstelle Stellingen sich einen anderen Weg eben über die Anschlussstelle Volksdorf, Volkspark und Bahrenfeld suchen. Das hilft denjenigen, die weiterhin auf der Kieler Straße fahren, aber auch denjenigen, die diesen neuen Weg suchen, denn sie werden schneller zu Hause sein. Für die Einrichtung der Ersatzrampe wird die Auffahrt Richtung Norden am letzten Wochenende vor Weihnachten komplett gesperrt. 1,5 Jahre soll das Provisorium andauern. Bessere Nachrichten gibt es dagegen weiter nördlich. Der Rohbau der ersten Hälfte des Deckels in Schnelsen ist fast fertig. Nur noch ein paar Deckelteile fehlen. Wenn alles gut läuft und das Wetter mitspielt, soll die Decke schon zum Jahreswechsel komplett geschlossen sein. Im Sommer wird dann der gesamte A7-Verkehr durch den Tunnel geleitet.
Doch davor muss noch einiges passieren. Besonders müssen wir hier nochmal Entwässerungsleitungen legen, wir müssen noch Gehwege einbauen, wir müssen die komplette Sicherheitseinrichtung einbauen und wir müssen dann auch die komplette elektronische Steuerung einbauen für den Tunnel, damit wir erst dann den Verkehr einlegen können. Für Hamburgs Autofahrer wird es auf Deutschlands längster Baustelle wohl auch auf absehbare Zeit nicht langweilig. Schließlich sieht die A7 fast jeden Tag etwas anders aus. Gänzlich unbeeindruckt von dem Trubel in der Stadt zeigen sich nach wie vor die Lütten, die uns in diesem Jahr wieder ganz wunderbar bei unserem Adventskalender-Rätsel unterstützen. Simon und Tammo umschreiben jetzt, was sie erraten sollen. Tür Nummer 7, bitte. Meine Eltern machen das manchmal beim Essen oder bei der Adventszeit. Zündet man die an, dann brennt das ganz doll und das macht Licht. Und die Flamme sieht so orange aus. Die stellt man auf den Tisch, zündet sie an und sie besteht aus Wachs. Wenn Sie wissen, welcher Begriff gemeint ist, jetzt anrufen und mit etwas Glück eine Adventsüberraschung gewinnen. 0137 1 90 3 90 3. Simon und Tammo, habt ihr klasse gemacht. Haben Sie es? Dann schnell anrufen und wie immer erfahren Sie schon am Ende der Sendung, ob Sie gewonnen haben. Den kleinen Film von eben gibt es übrigens auch im Netz unter ndr.de/hamburg. Und mit dem Thema Advent beginnen heute auch die Nachrichten mit Ulf Ansorge. Schönen guten Abend. Ja, ein Adventsempfang der evangelischen Nordkirche in der Hauptkirche St. Katharinen. Bischöfin Kirsten Fehrs rief dort dazu auf, Zukunftsangst und Populismus entgegenzutreten. Sie begrüßte etwa 600 Gäste in St. Katharinen. Zu dem Adventsempfang kamen auch der erste Bürgermeister Olaf Scholz, die Berliner Integrationsbeauftragte Aidan Ösus sowie Erzbischof Stefan Heese. In ihrer Rede sprach die Bischöfin darüber, dass viele Menschen unter einer inneren Entwurzelung litten. Die Kirchen müssten sich auf ihre Stärken besinnen, um ihnen Halt zu geben. Erstmals eingeladen waren auch Flüchtlinge, die sich in Hamburg haben taufen lassen. Sie stammen vor allem aus dem Iran und aus Afghanistan. Die geplante Hafenerweiterung in Richtung Westen hat eine wichtige Hürde genommen. Die Wirtschaftsbehörde hat den nötigen Planfeststellungsbeschluss vorgelegt. Geplant ist eine mehr als einen Kilometer lange Kaimauer im Bereich des Bubendai-Ufers. Der Petroleumhafen soll dann zugeschüttet werden. Anwohner wollen dagegen klagen. Sie befürchten Lärm und Umweltschäden. Ein ehemaliger Zeitarbeiter einem Mitarbeiter einer Hamburger Zeitarbeitsfirma, so rum, soll etwa 800.000 Euro von Krankenkassen gestohlen haben. Der 35-Jährige hatte dafür offenbar Anträge manipuliert. Die Kassen überwiesen dann Geld auf sein Konto. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler dann auch Kinderpornos. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. In der Elbphilharmonie hat heute die Instrumentenwelt eröffnet. Das ist der Nachfolger des Klingenden Museums in der Leishalle. Schüler der Stadtteilschule am Hafen waren die ersten, die heute die Instrumentenwelt in der Elbphilharmonie besuchen durften. Sie probierten Instrumente aus der ganzen Welt aus. In den Kai-Studios im Backsteinsockel des neuen Konzerthauses soll die Instrumentenwelt ein Museum zum Anfassen sein. Kinder und Jugendliche für Musik begeistern. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ab Januar ist die Instrumentenwelt dann für alle Besucher geöffnet. Es wird dort im kommenden Jahr mehr als 1500 Veranstaltungen geben. Der Hamburger Verkehrsverbund startet jetzt seine elektronische Kundenkarte HVV-Card. Damit können die Fahrgäste ohne Bargeld Tickets am Automaten kaufen und aufladen. Die Umstellung von der bisherigen Kundenkarte auf die HVV-Card ist kostenlos. Zahlreiche Abonnenten wurden schon angeschrieben. Anträge gibt es aber auch online oder an den HVV-Servicestellen. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Vielen Dank, Ulf. Und es liegt in der Natur der Sache, dass ein Treffen hochrangiger Politiker Polizeimaßnahmen in einer Größenordnung mit sich bringt, die man normalerweise so nicht kennt. Welche Auswirkungen das im Karolinenviertel, also im Sicherheitsbereich, hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Kurz nach 9 heute Morgen im Karoviertel. Rund um die Messe ist die Polizei schon seit dem frühen Morgen dabei, die Sicherheitszonen einzurichten und Präsenz zu zeigen. Noch ist unklar, wie die nächsten 2 Tage hier, direkt am Messegelände, für die Anwohner und Geschäftsleute werden. Doch schon heute spüren sie den Unterschied.
Das ist überall gesperrt. Hier wird gesperrt, da unten wird gesperrt. Glashüttenstraße wird auch gesperrt. Also wir haben hier nichts zu tun. Die haben alle ein Telefon, die sollen sich am Telefon besprechen oder irgendwo auf, was weiß ich, das muss hier nicht sein. Sollen sie hingehen, wo sie Platz haben, was weiß ich. Auf die Ostsee mit einem schönen Dampfer haben wir alle unsere Ruhe, die haben ihre Ruhe. Warum müssen so viele tausend Menschen in ihrem alltäglichen Leben irgendwie beeinflusst werden? Die können nicht mehr zur Arbeit fahren, weil irgendwelche Gegenden gesperrt sind. Ja, finde ich nicht so gut. Um genau diese Sperrung zu erklären, sind auch heute die sogenannten Info- und Kommunikationsteams der Polizei in der Stadt unterwegs. Die rund 70 Beamten sollen informieren, aber auch ein offenes Ohr haben und auf die Anwohner zugehen. Nicht immer eine einfache Aufgabe. Mein Kollege hat mir gestern berichtet, dass er in der Sperrzone 1 nur Probleme erstmal hatte und dass er mit Polizeibegleitung die Pakete zustellen musste. Und das war natürlich nicht gerade berauschend für ihn. Es sind so viele Menschen da. Ja, ich habe Angst. Es sieht immer so harmlos aus, aber vielleicht ist das doch nicht so harmlos. Die Bürger sollen keine Angst haben. Auch das eine Botschaft der Polizei. Trotzdem, viele sind unsicher. Die meisten Bürger, die hier leben, sind auch unmittelbar betroffen. Und ich habe auch Verständnis dafür, dass die natürlich auch ein Informationsbedürfnis haben. Und das ist eben halt unsere Aufgabe, dass eben halt die Leute hier eben halt hinreichend zu informieren. Kurz nach eins läuft in Martina Olofs Kochkontor gerade das Mittagsgeschäft. Ihr Laden liegt direkt an den Messehallen. Trotzdem will sie ihn an beiden Tagen öffnen. Keine Ahnung, was alles passiert, kann man noch gar nicht so richtig sagen. Ich hoffe, es bleibt alles ruhig und bin froh, wenn es vorbei ist. Einige Meter weiter im Viertel hat die Designerin Maler von Männer seit 15 Jahren ihren Laden. Wir haben hier schon so viele Demos und andere Geschichten erlebt. Und es spielte sich doch eher auf den Hauptstraßen ab. Und hier in der Glashüttenstraße haben wir davon immer oft nicht so viel mitbekommen. Anwohner und Polizei blicken gespannt auf die kommenden Tage und hoffen auf eine ruhige Woche. Eine Hoffnung, die ohne Zweifel auch Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz teilt. Ein Gipfelgespräch, das Jan Frenzel für uns geführt hat. Ja, Herr Bürgermeister, morgen ist es soweit. Das große OSZE-Ministertreffen findet in Hamburg statt. Was ist da bei Ihnen so die Gefühlslage? Stolz, dass Hamburg die große Ehre hat, das durchzuführen, oder eher die Sorge, dass das eine Nummer zu groß ist? Das OSZE-Außenministertreffen ist eine große Ehre für unsere Stadt. Wir haben wirklich jahrhundertealte Traditionen in alle Teile der Welt. Es steht sogar in der Hamburger Verfassung, dass wir uns für den Weltfrieden mit unserer Verbindung über die Meere verantwortlich fühlen sollen. Und dementsprechend ist das in dieser Tradition genau eine richtige Entscheidung, dass dieses Außenministertreffen nun in Hamburg stattfindet. Wir freuen uns auf die Gespräche, die dort stattfinden. Ist das denn im Grundsatz auch eine richtige Entscheidung, solche großen Treffen in einer Großstadt auch durchzuführen? So große Treffen können eigentlich nur in großen Städten durchgeführt werden. Allein die Zahl der Teilnehmer ist so hoch, dass nur Orte mit ausreichenden Kapazitäten für Unterkünfte, Hotels und anderes das machen können. Und im Übrigen sind so große Städte es ja auch gewohnt, Großereignisse zu bewältigen. Wir haben hier auch viele, die jetzt weniger politisch sind, aber wenn es dann um Marathon und Cyclassic geht oder was weiß ich, was in dieser Stadt stattfindet, dann ist das auch etwas, wo viele mit umgehen können. Auch beim Hafengeburtstag kommen unglaublich viele. Das ist eine riesige logistische Herausforderung, die nicht kleiner ist, als das jetzt für dieses Treffen ist. Hier muss man nur natürlich auch die Sicherheit jeder einzelnen Person gewährleisten, die da ist, und dann man immer weiß, dass es auch Leute gibt, die sich dafür nicht so verantwortlich fühlen, müssen wir das mit unseren Sicherheitsbehörden eben gewährleisten. Das können wir aber auch. Was macht Sie da so sicher, dass es keine Ausschreitungen geben wird, keine Gewalt? Wir können ja nur sicherstellen, dass wir mit allen Herausforderungen klarkommen können. Darauf hat sich die Polizei zusammen mit den Polizeien der anderen Länder und des Bundes vorbereitet. Und ich glaube, das ist richtig. Aber ich finde es auch etwas merkwürdig, dass immer über diese kleine Nebensache großer politischer Ereignisse gesprochen wird. Wichtig ist doch, dass die Männer und Frauen miteinander reden. Wenn wir wollen, dass der Frieden in Europa und die Sicherheit in Europa zunimmt, dann müssen wir auch wollen, dass die Verantwortlichen sich unterhalten. Es war ein ganz großer Fortschritt, dass mit dem KSZE-Prozess, der vorher ja stattgefunden hat, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Ost-West-Spaltung ein wenig überwunden wurde, der Kalte Krieg
reduziert wurde. Und gerade Männer wie Helmut Schmidt haben in ihrem Leben sehr dazu beigetragen, dass es diesen Gesprächsprozess gibt. Deshalb sind wir als Hamburger auch besonders verpflichtet, dass es hier gut wird. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Jeder Weihnachtsmarkt in Hamburg verspricht uns ja, etwas Besonderes zu sein. Der eine besonders kinderfreundlich, der nächste besonders historisch. Der in Ottensen zwischen Bahnhof Altona und Spritzenplatz ist angeblich besonders international und besonders nachbarschaftsfreundlich. Wir haben die Stichprobe gemacht. Guck mal hier, schön italienisches Geschnacke. Ich verstehe kein Wort. Das einzige Wort, was ich, glaube ich, auf Italienisch einigermaßen hinkriege, ist Grazie. Prego. Das war richtig, ne? Ja, das war richtig. Okay, super. Dann kriegen Sie den jetzt oder darf ich den mitnehmen? Können Sie gerne mitnehmen. Ah, guck mal, so schnort man sich durch. Also ich bin ganz gespannt, ein italienisches Essen. Mille grazie. Buon appetito. Oh, grazie, grazie. So, guck mal, nochmal grazie und jetzt gehe ich aber auch sofort weiter. Guck mal, Undine Heider, ich habe Ihnen was zu essen mitgebracht. Haben Sie schon probiert? Ich kenne es auf jeden Fall. Also wir essen super gerne da, klar. Das sind Kollegen, Sie dürfen das jetzt nehmen, ist Ihrer. Ich habe den extra bestellt. Ja, Projektleiterin hier auf dem Markt kommt ja sonst nicht zum Essen. tatsächlich absolutes Gerede mit Händen und Füßen. Das ist an vielen Ständen so, ganz viele Gäste aus aller Welt, die hier ihre Waren feil bieten in Ottensen. Aber nicht nur das, wir können uns Gutes tun und allen anderen auch noch. Das ist echt eine ganz charmante Idee hier bei Ihnen. Ja, also wir haben gewisse Aktionen. Zum einen haben wir den Charity Monday, das ist am 12.12. Da werden unsere Getränkestände den Hälften ihres Umsatzes spenden für den Mitternachtsbus. Und dann gibt es eine Aktion, die nennt sich Pack dein Päckchen. Und da kann man also an unserem Glühwurmstand einige Päckchen packen und abgeben. Die werden dann traditionell zum 24. Essen für die Obdachlosen gespendet. Und da kann wirklich jeder, der in irgendeiner Form was abzugeben hat, was spenden möchte, ein kleines Päckchen packen und bei uns abgeben. Also klingt, finde ich, nach einer ganz schönen Idee. Hier scheint irgendwie, ach, ich habe das Gefühl, der Glühwein läuft. Der Händler alle bisher zufrieden so auf der halben Strecke? Ja, doch, also größtenteils auf jeden Fall. Der Markt, der besteht ja nun dadurch, dass wir so viel Vielfalt hier haben und das lieben die Besucher. Und wir haben sehr zufriedene Kunden und wir selber sind auch total zufrieden. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. So, und jetzt, bevor es kalt wird, hauen Sie rein und wir wünschen allen einen schönen Abend vom Weihnachtsmarkt in Ottensen. Danke, Anke, die sich übrigens nicht teilen kann. Sie war gestern auf dem Weihnachtsmarkt in Ottensen. Dieses Jahr unterstützen wir mit unserer Aktion Hand in Hand für Norddeutschland die Hospiz- und Palliativarbeit im Norden. Viele schwerstkranke Menschen werden zu Hause gepflegt. So wie Günther Schiller aus Lurup. Er hat Krebs und kann sich nach und vor der Chemotherapie nur schlecht bewegen. Doch wenn er genügend Energie hat, will er, so sein letzter Wunsch, noch einmal seine Modelleisenbahn aufbauen. Da ließ sich ein Prominenter nicht lange bitten. Hausbesuche macht Frederik Braun eher selten. Doch der Leiter des Miniaturwunderlandes macht für Günther Schiller eine Ausnahme. Zusammen mit seinen Technikspezialisten will er dem 69-Jährigen heute einen Wunsch erfüllen. Wolfgang, ja, ich bin ja verdammt gespannt, was Sie vorhaben. Ja, vorhabe ich an und für sich viel. Nur das Problem ist, was lässt meine Krankheit zu? Ja. Günther Schiller hat Lungenkrebs. Die Metastasen bekämpft er seit 3 Jahren mit einer Chemotherapie, die nicht nur die Krebszellen, sondern auch ihn schwächen. Es gibt keine Heilung. Wenn irgendjemand sagt, Krebs ist heilbar, es gibt bestimmte Sorten von Krebs, aber der ist nicht operabel, weil der sitzt so tief in den Lungen und man würde das Lungengewebe kaputt machen und ich würde verbluten daran. Seine Wohnung verlässt er nur noch selten. Er wird zu Hause betreut. Hier hat er auch seine Modelleisenbahn, die er nun ein letztes Mal aufbauen will. Die Spezialisten aus dem Miniaturwunderland sollen dabei helfen. Er möchte jetzt sozusagen das Modernste der Modelleisenbahn, nämlich die Digitaltechnik, auch noch einziehen lassen in seine Anlage. Das finde ich absolut bemerkenswert. Mit dem Umstand, den er sozusagen zu handeln hat, jetzt so eine Modelleisenbahn durchzuziehen und dann auch noch digital mitzuspielen, das ist ja größter Respekt. Das ist ja auch so, er weiß ja ganz genau, was er machen will. Ne? Ja. Da hat sich ein Ziel gesetzt, er muss das jetzt unbedingt bauen. Also Hut ab von dem Herrn, echt, das muss ich echt sagen. Also. Da, wo jetzt noch vieles eher an eine Baustelle erinnert, sieht der Modellbaufan schon die ersten Lokomotiven durch Tunnel und über Berge fahren. Es ist ein Hobby. Jeder Mensch auf der Welt, egal ob gesund oder krank, und wenn krank, egal wie krank, sollte ein Hobby haben, um sich abzulenken.
von dem, was er hat. Denn es bringt nichts, wenn ich mich den ganzen Tag hinsetze und Trübsal blase. Einmal die Woche kommt Alexander Sabrowski vom Hospizdienst des Tabea Diakoniewerks. Er ist ehrenamtlicher Sterbebegleiter und trifft sich seit 3 Monaten mit Günther Schiller. In vielen Gesprächen über seine letzten Wünsche haben sie zusammen geplant, wie er noch einmal die Modelleisenbahn aufbauen kann. Es gibt einfach mal mein Ziel, weil ich natürlich auch ein bisschen einfordere. Wenn ich das nächste Mal komme, möchte ich sehen, was da passiert ist und was jetzt mehr da steht. Und da kümmert er sich dann auch drum. In dem Moment, wo Sie sich darauf konzentrieren, können Sie sich nicht auf die Krankheit konzentrieren. Also bleibt die Krankheit unten. Und das ist auch dann das, was Sie praktisch aufrechterhält. Sie haben ein Ziel vor Augen. Das erste Ziel ist, Sie möchten die Krankheit besiegen. Das zweite Ziel ist, Sie möchten die Anlage fertig haben. Auch wenn noch einiges an Arbeit vor ihm liegt, Günther Schiller verfolgt seine Ziele. Alexander Sabrowski unterstützt ihn dabei. Wenn auch Sie die Hospiz- und Palliativarbeit im Norden unterstützen wollen, noch bis zum 16. Dezember sammeln wir über die Bank für Sozialwirtschaft IBAN.de 47251 205 100 100 100 100. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und nach wie vor sagen auch Sie, unsere Zuschauer, danke für die Mithilfe oder einfach ein nettes Wort. Wer ist denn heute unser Hamburger des Tages? So, hallo, mein Name ist Holger Philipp, ich komme aus Tremsbüttel und ich möchte gerne meinen besten Freund Jens Winkelmann aus Poppenbüttel grüßen, mit dem ich ganz eng verbunden bin. Einmal war er mein Chef, als ich nach Hamburg zurückkehrte, 1976. Und daraus hat sich eine ganz tiefe, innige Freundschaft entwickelt, die bis heute wärmstens anhält. Gruß links. Ja. Wenn Sie auch jemandem Danke sagen möchten, dann machen Sie mit. Alle Infos im Internet unter ndr.de/903 oder unter der kostenlosen Rufnummer 08000 903 903. Und wie immer zum Schluss schauen wir aufs Wetter und freuen uns über weihnachtliche Nächstenliebe. Wenn HSV-Clubchef Dietmar Beiersdorfer und Trainer Markus Gisdol die Fans persönlich an der Tür per Handschlag begrüßen, dann ist Weihnachtstag im Volksparkstadion. 665 sozial benachteiligte Kinder aus 12 sozialen Einrichtungen hatten ihre Weihnachtswünsche beim Hamburger Weg eingereicht. Die Fans hatten den Großteil der Wünsche erfüllt. Was übrig bleibt, übernimmt traditionell die Mannschaft. Heute haben alle Spender ihre Geschenke in den VIP-Räumen des Stadions an die Organisationen überreicht und die Chance genutzt, den HSV-Profis ganz nahe zu kommen. Morgen müssen die wieder auf den Trainingsplatz. Für Anfang Dezember ist es da auszuhalten. Morgens wolkig, 5 Grad. Mittags 10 Grad, bedeckt. Abends bedeckt, 8 Grad. Mit einem Sieg am Wochenende kann der HSV übrigens in der Tabelle auf genauso viele Punkte kommen, wie dann auch Grad herrschen. Viel Spaß beim Rechnen. Ich stelle dir jetzt nicht die Frage, ich weiß keine Ahnung. Und jetzt zum Lösungswort unseres Adventskalenders. Richtig war natürlich die Kerze. Ja, und gewusst hat, dass angerufen hat und gewonnen hat Bärbel Starnke aus Neugraben. Herzlichen Glückwunsch Ihnen. Was habt ihr gewonnen? Damit haben Sie eine Mini-Barista-Schulung zum Kaffeerösten und ein Geschenkpaket gewonnen. Zur Verfügung gestellt von Karu Kaffee Hamburg. Morgen früh ab 6 gibt es auf 90.3 das nächste Adventsrätsel. Und wir sind morgen pünktlich zur Stelle um 19.30 Uhr. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.